Der Weg zu richtig langen Haaren ist wirklich auch ein tatsächlich langer Weg. Aber der Weg lohnt sich, denn lange Haare haben viele positive Eigenschaften und über genau diese positiven Eigenschaften spreche ich jetzt in diesem Video. Wenn du dir aktuell deine Haare lang wachsen lässt und dich gerade in der Wachstumsphase befindest, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Denn mit diesem Video kriegst du bestimmt nochmal so einen richtigen Motivationsschub, um deine Haare tatsächlich lang wachsen zu lassen und durchzuziehen. Also, let's go! Die erste positive Eigenschaft an langen Haaren ist, dass du deinen Look wirklich super schnell und super flexibel variieren kannst. Du kannst zum Beispiel einen High Bun machen, einen Middle Bun machen, einen Low Bun machen. Das Ganze ordentlich aussehen lassen, vielleicht auch etwas unordentlich aussehen lassen, je nachdem, wie du möchtest. Du kannst deine Haare auch offen tragen, wie zum Beispiel Jesus, ja? Oder du kannst einen Half Ponytail machen. Du kannst einfach innerhalb von wenigen Minuten deinen Look komplett verändern und einfach ein komplett anderer Mensch sein, sage ich erstmal in Anführungsstrichen. Also du kannst wirklich innerhalb von kürzester Zeit einfach einen komplett anderen Look kreieren. Die zweite positive Eigenschaft an langen Haaren ist, dass es keine Bad Hair Days mehr gibt. Als ich noch kurze Haare hatte und vielleicht mal eine Nacht doof geschlafen habe auf dem Kopfkissen, dann lagen die Haare nicht optimal und dann war es echt schwierig, die Haare mal zu stylen. Das hast du bei langen Haaren nicht. Denn wenn du zum Beispiel in Anführungsstrichen deine Haare irgendwie kreuz und quer liegen und es gerade irgendwie nicht passt, was machst du dann? Du machst dir einfach einen Man-Bun. Sieht immer gut aus und du hast gar kein Problem mehr. Also Bad Hair Days sind bei langen Haaren Schnee von gestern. Eine andere positive Eigenschaft an langen Haaren ist, dass es einfach anders ist. Ja? Also es haben halt nicht alle Männer lange Haare, auch aus dem Grund natürlich, weil es einfach lange dauert, bis man wirklich lange Haare hat. Und da gibt es diese blöde Übergangsphase, die will keiner haben und da sieht man einfach wirklich beschissen aus, kann man nicht anders sagen. Wenn du lange Haare hast, bist du einfach etwas anders, weil ich würde mal sagen, so 90% der Männer, die haben kurze Haare und dann gehörst du halt zu den 10%, die halt lange Haare haben und halt etwas anders sind. Eine andere positive Eigenschaft, die auch wohl kein Geheimnis mehr ist, ist, dass Frauen auf lange Haare bei Männern stehen. Ja, Frauen finden lange Haare bei Männern einfach sexy, einfach anziehend, ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber meine Theorie ist einfach, dass Frauen einfach was zum Anfassen haben wollen, die wollen durch die Haare durchwuscheln und das mögen Frauen einfach. Das kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle bestätigen. Eine ganz andere positive Eigenschaft ist, dass du nicht so oft zum Friseur musst. Wenn du zum Beispiel kurze Haare hast, dann musst du Minimum alle 2-3 Wochen zum Friseur. Ja, gerade wenn du zum Beispiel so einen Fade an den Seiten hast oder Seiten auf Null machst, dann musst du Minimum alle 2 bis 3 Wochen zum Friseur, damit deine Frise einfach fresh aussieht und gepflegt aussieht. Bei langen Haaren ist das nicht so. Ja, bei langen Haaren reicht das vollkommen aus, wenn du alle 3 Monate mal deine Spitzen schneiden lässt, also wenn deine Haare dann wirklich tatsächlich lang sind, dann reicht das komplett aus. Also am Ende des Tages hast du einfach ein paar Scheine mehr im Portemonnaie, weil du einfach nicht so oft zum Friseur gehen musst und kannst einfach an dieser Stelle ein bisschen Geld sparen. Eine andere positive Eigenschaft, die mir aber am Anfang auch gar nicht so bewusst war, ist, dass die Kombination lange Haare und langer Bart wesentlich besser aussieht als die Kombination lange Haare und kurzer Bart. Das wurde mir nämlich gesagt und dann habe ich gedacht so, hey, da vergleichst du doch einfach mal die Videos von damals, als ich noch kurzen Bart hatte, mit den aktuellen Videos. Und wenn man diese beiden Videos gegeneinander hält, dann sieht man tatsächlich, also zumindest meine Meinung, dass lange Haare, die Kombination lange Haare und langer Bart tatsächlich besser aussieht als die Kombination lange Haare und kurzer Bart. Was sagt ihr dazu? Stimmt einfach mal hier oben ab, welche Kombination euch am besten gefällt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Eine andere positive Eigenschaft ist, dass Frauen ein wenig neidisch werden, wenn du tatsächlich richtig lange Haare hast. Ich habe das vor kurzem erlebt bei einem Fotoshooting, als nämlich eine Stylistin fertig gemacht hat. Da hat sie gesagt so, boah Daniel, ich hätte auch gerne so richtig lange Haare wie du und so richtig kräftige, dicke Haare. Ja, das war schon immer mein Traum, aber sie hatte irgendwie so dünne Haare. Und ich kann euch sagen, die ein oder andere Frau wird am Ende des Tages wirklich neidisch werden, wenn du richtig schöne, lange Haare hast als Mann. Das Gute an dieser Stelle ist, dass es auch direkt so ein Conversation-Starter ist. Denn viele Leute oder viele Frauen sprechen mich dann an und sagen so, boah, krass, wie lange sind denn deine Haare aktuell eigentlich? Oder wie lange lässt du sie eigentlich schon wachsen? Und dann bist du direkt in so einem kleinen Smalltalk drin und kannst direkt mal eine schöne Conversation starten. Einfach mal ein bisschen mit einer Frau quatschen. Wenn du lange Haare hast, dann hast du auch gleichzeitig die Möglichkeit, Dinge zu verdecken. Wenn du zum Beispiel irgendwie einen Schönheitsmakel hast, sagen wir jetzt mal, du hast ein riesengroßes Muttermal am Hinterkopf, ja, oder vielleicht hast du eine Narbe am Hinterkopf, wo keine Haare mehr wachsen. Das kennt man vielleicht aus der Kindheit. Wenn du zum Beispiel irgendwie
hart auf den Kopf gefallen bist, mein Kopf geblutet hat und dann wachsen vielleicht an dieser Stelle keine Haare mehr. Wenn du lange Haare hast, dann kannst du einfach diese kleinen Schönheitsmakel einfach verdecken, ganz easy. Auch wenn du zum Beispiel jetzt unter Haarausfall leidest, unter Umständen, dann kannst du natürlich mit langen Haaren deinen Haarausfall einfach ein bisschen kaschieren. Das gleiche gilt auch, wenn du zum Beispiel irgendwie, ja, zum Beispiel einen kleinen Schönheitsmakel hast, vielleicht extreme Segelohren hast, dann kannst du dir natürlich lange Haare wachsen lassen und dann sieht man natürlich nicht so schnell, dass du Segelohren hast. Also mit langen Haaren hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, kleine Schönheitsmakel oder kleine Unsicherheiten richtig gut zu kaschieren. Und Leute, es ist ein Klischee, ja, aber es ist auch richtig. Mit langen Haaren ist dir einfach wärmer auf dem Kopf, ja, gar keine Frage. Gerade im Winter, stell dir vor, wenn du so eine fette Matte hast auf dem Kopf wie ich jetzt, dann ist es einfach wesentlich wärmer, als wenn du eine Glatze hast, ja. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist definitiv Fakt. Weitere Videos zum Thema Haarstyling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Motivation und ein bisschen Inspiration geben, die Haare tatsächlich lang wachsen zu lassen und durchzuziehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Langwachsen lassen eurer Haare.